Ei, Lokos! Hamed ist gut drauf. Ihr dürft dreimal raten, warum. Ja! 1-0 Argentina, das nehme ich gerne mit. Heute ranken wir alle SBCs, die bisher rausgekommen sind. Viel Spaß mit dem Video, Lokitos. Ich küsse dein Herz, Italiener. Ja, Messi, Angela, Messi! Messi, Messi, Digga, let's go! Das ist für dich, Maradona, das ist für dich, Digga. 89, Aggressivität. Nein, Messi! Das hier sind alle Karten, die in FIFA bereits rausgekommen sind. Also alle SBCs. Ich werde die jetzt alle mal ordnen, damit wir von ganz alt bis ganz neu die Spieler haben. Ey, kein Bock. Das ist einfach zu viel zum Ordnen. Und ich habe auch keine Seite gefunden, die irgendwie zeigt, wann welche SBC rausgekommen ist. Ich habe ein bisschen hinbekommen. Angefangen mit der Karte Tonali. Die hat, glaube ich, 2 Cent gekostet oder so. 7,4k. Ich weiß gar nicht, ob es die billigste SBC ist, die je rausgekommen ist. Leider kein Upgrade bekommen. Also könnten wir jetzt theoretisch sagen, komplett scheiße. Man muss auch bedenken natürlich, dass es damals sogar gut war für 7k. Wir bewerten immer aus der Zeit, wo es rausgekommen ist. Hatte auf jeden Fall aus der Sicht vom letzten Jahr die Möglichkeit, ein paar Informs zu bekommen. Thiago Silva. Auch nur 11,6k. 86er. Ist zwar SBC-Futter, aber auch gut. Wobei hier diese Sachen gefallen mir nicht. Ganz unten haben wir Schrott. Dann haben wir Geht. In der Mitte haben wir Okay. Hier haben wir In the Tash. Also, dass man sie in the Tasche packen konnte. Und ganz oben haben wir ein Muss. Tonali war In the Tash. Silver, sage ich ein runter. Okay. Komplettes SBC-Futter war eigentlich im Vorhinein klar, dass er nie genügend Tempo bekommen wird. Jetzt haben wir hier Calvert. Was? Für 50k, für so eine Karte, meiner Meinung nach Schrott, Jungs. Ganz klare Sache, Schrott. Wer das damals angefasst hat, Bro, würde mich nicht wundern, wenn ihr jetzt kein FIFA mehr zockt. Ansu Fati. 174k, okay, teuer. Aber damals mit einer der besten Flügelspieler in der La Liga. Ihr müsst bedenken, es gab noch gar keine SBC gefühlt. Und der war auch in sehr, sehr vielen Teams vertreten. Ich würde sagen, er kriegt ein okay, ein In the Tash, also mitnehmen. Musste man ihn nicht unbedingt, aber er war auf jeden Fall in Ordnung für seinen Preis. Dann haben wir hier einen Huang Yi-Chan, der war, glaube ich, auch komplett günstig. So wie Tonali. Und hat sogar ein Upgrade bekommen. Aus damaliger Sicht hat er sich safe gelohnt für 11k, weil er so OP war, seine 77er-Karte. Deswegen würde ich auch hier sagen, dass er genauso wie Tonali in the Tash genommen werden konnte. Jetzt haben wir den guten Axel. Das ist seine einzige Special-Karte. 130k wäre für mich ehrlich gesagt zu teuer. Es gibt genügend Goldkarten, die ähnliche Stats haben. Deswegen meiner Meinung nach Axel Witzel eher ein G. Jungs, ich sag euch ehrlich, Kramarisch 86er. Ohne den Preis anzuschauen, wird erstmal ein Schrott eingestuft. Jetzt den Preis. Ja, 46k, trotzdem Schrott. James Rodriguez, Schrott. Matuidi, geht. Damaliger Sicht muss man natürlich betrachten, was war Matuidi wert. Auch nur 18k, sogar okay. Weil ein Matuidi, der von Juventus zu Miami Yassin wechselt. Von dem würde man wahrscheinlich ausgehen, dass er Informs bekommt. Hat er leider nicht. Aber coole Karte gewesen. Aber wer James Rodriguez gemacht hat, Bro. 12 Tempo hat der Typ. Hier ist jetzt eine Freeze-Karte. Koscielny. Ich weiß nicht, ob das vom Datum so passt, aber egal, scheiß drauf. Laurent Koscielny für 95k. Wenn der jetzt in dein Team gepasst hat, in Ordnung. War jetzt aber auch nichts, was man mitnehmen musste. Deswegen kriegt auch Koscielny ein Geht. Nie Young. Erster Liga des Monats. Spieler des Monats. Ibrahima Niane, 50k? Es ist viel zu teuer, Junge, für eine 84er-Karte. Okay, für damalige Verhältnisse, aber Bro, Schrott. Malong. Auch für eine 83er-Karte 70k. Das ist komplett überteuert. Vor allem die Stats gar nicht lecker. Auch am Anfang nicht. Da hätte man einfach einen Golan oder so zocken können. Kriegt auch eine Schrott von mir. Jetzt weiß ich aber bei Talisca. Das war eine Karte, die hätte ich so gerne mitgenommen damals. Das habe ich so bereut. Und die hat sogar weniger gekostet als Malong. Eigentlich eine Frechheit. Talisca in the Tash. Wir haben noch keinen. Ein Muss-Spieler. Aber Karten haben wir auf jeden Fall noch eine jede Menge da. Also es könnte der ein oder andere ein Muss-Spieler dabei sein. Wird es auch. Video könnte ein bisschen länger gehen, aber. Ich würde jetzt sagen, hier bei den Karten, die komplett unspielbar sind, sortiere ich aus bei Schrott. Ich habe keinen Bock, irgendeine Schrottkarte noch zu sehen. Deswegen, let's go. Auge ist offen. Nach Schrottkarten wird hier gesucht.
Ich sehe bisher keine Schrottkarte, die man hätte nicht mitnehmen dürfen, wenn man wie ein normaler Mensch denkt. Brr. Also wer Madison mitgenommen hat, weiß nicht. Für mich sind alle Torhüter Schrottkarten, weil man sie nicht, also unnötig sie einfach zu machen. Weitere Schrottkarten, boah, André Silva, sehr schwierig. Ich glaube, er war günstig. Trotzdem Schrott, genauso wie ein Stindl. Auch ein Iago Aspas oder Enneseri, Bukaya, Delor. Milner war ein Reinfall, 75 Tempo. Armstrong, ich weiß nicht mal, was für eine Karte das ist. Die muss scheiße gewesen sein. Ich habe noch nie von Armstrong gehört. Ist das nicht der Mann auf dem Mond war? Richtig. Hier nochmal dieselbe André Silva Karte. Okay, warum nicht? Einfach zweimal André Silva. Dreimal André. Okay. Jetzt wird's gruselig. Chalker sagt mir nichts. Kann auch unter Müll. Von dem sind auch zwei Karten drin. Richtig seltsam. Und das war's, glaube ich, soweit mit den Müllkarten. Jetzt nehmen wir uns nochmal die Karten vor, die man safe machen musste. Darunter, boah, gehört ein Atal dazu. Ich würde sagen, Atal in the Tash. Aber kein ein Muss. Bei einem Mount ist schwierig. Man wusste es ja vorher nicht, dass Chelsea gewinnt. Außerdem ist selbst sein Tots Schrott wegen dem 3-Sterne-Ding. Er spielt sich in-game gar nicht nice, meiner Meinung nach. Deswegen kriegt er von mir, obwohl ich weiß, dass sie gewonnen haben, ein Okay. Marquinhos war schon eine sehr, sehr wilde Karte. Perfekt gewesen bei mir, weil ich sie mit Neymar linken konnte. Und auch sehr, sehr viele haben bereut, den nicht mitgenommen zu haben. Reus hätte man mitnehmen müssen, habe ich leider nicht gemacht. Vidal musste man mitnehmen, habe ich gemacht. Renato Sanchez musste man mitnehmen. Ich call das jetzt so krass. Food Birthday mit einer der besten Events, die es in FIFA gibt. Die es letztes Jahr in FIFA gab, die es dieses Jahr in FIFA gab. Einfach weil diese Weak Foot Upgrades, Skill Moves Upgrades so wichtig sind. Palacio ein Muss. Wer Palacio nicht gespielt hat, weiß es nicht besser. Neres habe ich gemacht. War übertrieben gut. Aber hätte man jetzt nicht mitnehmen müssen. Hier Riyad Mahrez, 87er Karte gewesen. Ging vom Preis übel klar. So gute Upgrades bekommen. Der Typ hat 190k gekostet bei einem 87er Rating und ist jetzt bei 91 und auch eine sehr, sehr starke Karte, vor allem im ZOM. Marcelo habe ich gemacht, war für mich jetzt aber kein Muss. Viele fanden ihn viel zu teuer, ich fand ihn sehr, sehr gut, aber auch sehr, sehr teuer. Deswegen kriegt er für mich ein Okay. Genau dieselbe Beschreibung trifft für mich auch bei Coutinho zu. Deswegen werde ich Coutinho auch bei Okay reinpacken. Und bei Costa kann man es auch sagen. Also ich habe alle drei gemacht. Marcelo, Coutinho, Costa. Und alle drei waren okay für den Preis. Wobei am besten für seinen Preis war Coutinho. Sonst haben wir hier noch Lazaro. Wo man sagen könnte, dass er ein Muss war, weil er so günstig ist. Aber so gestört war er jetzt nicht in Game. Deswegen für den Preis auf jeden Fall in the Tash. Besser als okay, aber in the Tash könnte man den mitnehmen. Sabitzer auf jeden Fall ein Muss. Sehr, sehr klar. Du schön Stichel, ne? Stichel. Der war so stark. Dasselbe bei Kruse. Super Karte gewesen. Musste man mitnehmen. Diese ganzen Player of the Month Karten, Jungs, ich sag euch ganz ehrlich, die waren in Ordnung. Es gab gefühlt nie eine Player of the Month Karte, die irgendwie günstig war. Außer Gündogan, die 88er Karte, die man auf jeden Fall in the Tash mitnehmen konnte. Ich glaube, die war sogar günstiger als 88er generell. Aber der ganze Rest kommt für mich bei okay hin. Auch diese ganzen Bruno Fernandes Player of the Month. Die sind zwar gut in-game, aber die waren so teuer. Mbappé, ja, Ziggy könnte man auch sagen in the Tash, weil er auch so günstig war. Wobei, er jetzt auch nicht die spielbarste Karte war, also ich sag sogar geht zu den normalen Player of the Month und Gündogan und Yazici waren okay. Mbappé geht, Bruno Fernandes geht, Lingard war okay, glaube ich. Der war auch sehr, sehr günstig, habe ich aber nicht mitgenommen. Navas kriegt nicht mein geht, weil ganz ehrlich, warum einen Torhüter machen? Genau dasselbe mit Courtois, wobei Courtois genauso teuer war wie ein Ederson Tots, aber untrade, also komplett unnötig. Player of the Month Felix aber war auf jeden Fall eine in the Tash Karte. Habe ich nicht mitgenommen, aber die hast du fast in jedem zweiten Team gesehen und die hat auch fast in jedem zweiten Weekend League Team, das du gesehen hast, dich auseinandergenommen. Messi Player of the Month, auch natürlich eine kranke Karte, aber teuer sogar. Deswegen auch in geht, so gefühlt bei jeder teuren Karte ist das von den Player of the Months. Einer wie Bamba natürlich könnte man direkt mitnehmen. Hier haben wir auch noch ganz viele. Das war glaube ich zu Toti-Zeit Boateng, einer der besseren Player of the Month. Also den hätte man wirklich in the Tash nehmen können.
können, wenn er denn in sein Team gepasst hat. Wenn man jetzt hier auch mal schaut, Boateng 255k für eine fast tote Karte zu der Zeit. Es gab keine Tots, nichts. War eigentlich super. Andere Player of the Month wie Müller waren so, geht. Das interessiert mich alles nicht, der Scheißdreck. Kurzer war, habe ich selber gemacht. War Schrott in meinen Augen. Jetzt natürlich als Innenverteidiger irgendwo spielbar. Aber zu der Zeit habe ich ihn nur als Linksverteidiger ausprobiert. Da war er komplett Schrott. Katastrophe wegen seinen Workrates. Wenn man mal guckt, Lian Kurzer war Workrates low, medium, also gering, mittel. Der hatte bei den Auswechselspielern gechillt oder so mit denen gesprochen. Keine Ahnung. Busquets auch ganz cool. Mal spielbar mit 80 Pace, deswegen kriegt der ein okay. Moussa Dembélé G ist halt eine Kackkarte, egal wie teuer sie jetzt war. Dos Santos war okay, konnte man mitnehmen, musste man aber nicht. Bei Doherty auch geht er, wenn dann auch als Innenverteidiger. Oyarzabal Schrott, ganz ehrlich, wer Oyarzabal je gezockt hat, lost. Dybala war wirklich eine sehr, sehr gute Karte, kein Muss, aber ein in the tash. Auf jeden Fall konnte man auf dem Flügel spielen als Stürmer. Ein guter Ronaldo-Link zu der Zeit, weil ihr müsst überlegen, Ronaldo hatte kaum gute Links. Lewandowski Player of the Month, Schrott. Mal gucken, wie die Footbin-Community Lewandowski Player of the Month abgestimmt hat. Ah, die fand den er gut? Nee, ich ändere meine Meinung nicht. Ich finde sie trotzdem scheiße. 461k, viel zu teuer. Ich glaube, wir sind soweit mit dem Player of the Month durch. Kostic ist hier. Kostic könnte man jetzt zwar sagen, Schrott, aber sie war günstig und eine gute Linksverteidiger-Option. Deswegen kriegt sie ein Geld. Ich habe sie sogar selber mitgenommen als Linksverteidiger im Bundesliga-Team gespielt. Gefühlt der beste Linksverteidiger nach Wendell in der Bundesliga. Zu dem Stand. Deswegen auch ein Geld und kein Schrott. Haaland, genau wie auch wenn es Haaland ist, Jungs. Die Lewandowski nach unten kann man nicht spielen. Why not? Wurde diesmal auch von der Footbin-Community aber auch nicht gefeiert. Die 88er Gündogan-Karte haben wir bei okay. Dasselbe können wir eigentlich auch mit der 86er-Karte machen. Ignacio, Bro, Todesschrott. Fernando, ZDM mit 71 Tempo. Selbst Casemiro Tots hat keiner gezockt. Neben Haaland stellen wir noch den anderen Haaland. Sancho nicht bei Schrott, sondern eher ein Geht. Das war, soweit ich weiß, Sanchos erste Special-Karte für 134k. Ist schon echt teuer, muss man sagen. Also, Jungmin Son haben wir. Da muss ich nochmal die Karte angucken genauer. 752k der Player of the Month gekostet. Ich weiß noch, dass es schwierige Zeiten gegen den hat. Auch wenn der Preis teuer ist, würde ich sogar sagen, dass Sonny eine okay, beziehungsweise sogar in the tash Karte war. Ich werde sie aber vorsichtig eher zu okay hinordnen, weil 752k kein Schnapper waren. Ich glaube, das waren alle Player of the Month Karten. Jetzt gucken wir uns mal die ganzen Live-Karten an, die drinne waren. Felipe Anderson, die sind ja jetzt auch einfach alle leichter zu bewerten. 52k hat er nur gekostet und er hat sogar ein 88er Upgrade bekommen, also auf 88 ein Upgrade. Gestartet bei 84. Jetzt kann man natürlich sagen, super Karte in the tash. Davor hätte ich wahrscheinlich eher so okay gesagt. Aber wir tun den in the tash. Isco, naja, ich weiß ja nicht bei Isco. Ah, doch, ja doch. 90er, 75. Die Karte an sich ist aber kacke. Quatsch, deswegen als Untrade-Karte würde ich sie bei okay oder geht. Sagen wir okay, ich bin gnädig. Alexandro, eigentlich, ich liebe Alexandro. Ich habe letztes Jahr immer seine Karten gemacht. Dieses Jahr in Anführungsstrichen nur auf 87 Upgrade. Deswegen auch mit den Tempowerten kein guter Linksverteidiger mehr. Alexandro kriegt ein geht, nett gemeintes geht von mir. Dann gibt es noch Herrera. Der hat doch bestimmt ein krankes Upgrade bekommen, oder? Nein, 100k hat es sogar gekostet. Für zwei Upgrades, Schrott. Machis war auch eine Live-Karte, die ich auch selber gemacht habe für 120k, weil die Stats einfach grandios aussahen. Ich glaube, das hat sich damals auch schon sogar gelohnt dafür, dass er kein Upgrade bekommt, safe, weil die ja gegen Manchester United gespielt haben. Hätte er ein Upgrade bekommen, boah, wäre das damals gestörte Karte gewesen mit 4-4. Ich muss aber sagen, in-game war er jetzt nicht so atemberaubend, deswegen kriegt auch Machis nur ein Geht. Ich hätte ihm gerne ein in the tash gegeben, weil ich damals mir dachte, boah, mach ich's in the tash. Aber jetzt im Nachhinein spielbar war er jetzt nicht so krass, also seine Stats waren ein bisschen geflunkert, meiner Meinung nach. Headliner-Karten haben wir auch noch zwei Stück, Tavernier und Milinkovic-Savic. Über Tavernier brauchen wir nicht reden, hätte man mitnehmen müssen. Jetzt natürlich hat er einen Tots bekommen, aber wow. Es war eine 87er-Karte, krank in der Innenverteidigung gewesen.
gestört. Und zum anderen haben wir noch Milinkovic Savic, über den ich mich auf TikTok ehrlich gesagt am Anfang lustig gemacht habe, weil er ja niemals viel Pace haben würde. Aber er hat einen 90, also Upgrade bis 90 bekommen und mit einem Shadow ein sehr, sehr souveräner Mittelfeldspieler. Klar, 76 Pace immer noch echt Schrott, aber das ging ehrlich fit dafür, dass ich ihn so schlecht geredet habe. Er kriegt ein Geht von mir und kein Schrott. Ich meinte auf jeden Fall erstmal zu ihm, dass er Schrott gewesen wäre. Sorry, Milinkovic. Abi Milinkovic. Das hätten wir geklärt. Jetzt haben wir Showdown und noch What-If-Spieler, die ja auch Live-Karten eigentlich sind. Wir fangen mal hier an mit den beiden Showdown-Karten. Ich glaube, das waren sogar die, die man beide auswählen konnte. Thilo Kehrer mit viel bessere Karte gewesen. Ein Thilo Kehrer war sogar ein Insel-Tash-Spieler. Ohne Spaß, der war sogar richtig, richtig gut ohne Upgrade. Und ein Tolisso in FIFA ist gefühlt immer Schrott. Aber weil ich in Real Life ihn mag, kriegt er Geht. Koklar hat kein Upgrade bekommen. Ich glaube, Koklar gab es zusammen mit Acuna. Koklar deswegen Schrott. Man hätte Acuna nehmen müssen. Selbst hätte Acuna kein Upgrade bekommen, wäre er die beste Mittelfeldkarte, die es zu dem Zeitpunkt gab. War er auch, vor allem dann mit dem Upgrade. Sehe ihn aber irgendwie nicht. Lol, ich glaube, die haben den nicht mit reingepackt in die Liste. Dann ändern wir den Namen jetzt in Acuna Level. Aber Acuna hat auch gegen Uruguay so krank gespielt. Ich muss sagen, besser als Taglia. Ich ziehe meinen Hut, Acuna. Wir machen weiter mit Hermann, direkt Schrott. Wenn ich mir die Showdown-Karten angucke und sagen müsste, wer von denen gut war, dann war Ake auf jeden Fall eine Karte, die man mitnehmen konnte. Musste man aber nicht, weil es kurz vor Tots-Zeit war. Genauso mit Lo Celso, nur dass Lo Celso sogar ein bisschen schlechter war als Ake. Also ein Geht. Sogar als Argentino gebe ich ihm ein Geht. Ich habe ihn nicht mitgenommen, weil es ja kurz vor Tots-Zeit war. Und sonst hätte man auch eigentlich niemanden von den Showdown-Karten mitnehmen müssen. Beste Showdown-Karte in meinen Augen war wirklich Acuna. Und dann halt hier David Neres. Den Rest packe ich jetzt alle einfach mal in okay rein. Also ein Lemar kommt in okay. Ein McTominay kommt in okay. Ein Rüdiger kommt in okay. Ein Zinchenko kommt in okay. Alonso okay. De Jong Schrott. Rodrigo auch keine gute Karte gewesen, obwohl geht. Mariano geht. Mariano kriegt einen Schrott, ganz ehrlich. Dzeko Schrott. Dann haben wir alle Showdown-Karten drin. Jetzt müssen wir nur noch die What-If-Karten nehmen. An die kann ich mich auch noch gut erinnern. Wendell habe ich mitgenommen. Obwohl sie schon ein bisschen teuer war. Ich würde sagen, kein In The Tash, aber ein okay. Auch ein Rafinha war in Ordnung. War jetzt nichts Gestörtes. Malquid. Würde ich jetzt okay sagen, muss ich mir aber nochmal anschauen. Einzige Special-Karte, 230k. Das war viel zu teuer. Auch die Football-Bewertungen haben gezeigt, dass der Spieler, dass sie den nicht so gefeiert haben. Der kriegt sogar einen runter in Geht. Ah, hier haben wir sogar nochmal zwei Showdown-Karten, die ich übersehen habe. Kleiber und Malen. Beide haben ein Upgrade bekommen. Kleiber aber wirklich ein Muss gewesen. Acuna-Level. Und Malen war auf jeden Fall, ja, ich würde nicht mal sagen in The Tash, sondern ein Okay. Aber Kleiber, jeder weiß es. Wirklich jeder. Ich brauche es euch gar nicht erklären. Ich hatte sogar einen Albtraum, wo Kleiber drin vorgekommen ist. Danach, ich bin so mit Pisse und so aufgestanden, wisst ihr. Nehmen wir uns jetzt einmal kurz die 74er Karten vor. Also das sind diese Silberspieler, die einfach bessere Stats haben als normale Silberspieler. Stoppelkamp und Morgan, die beide sehr, sehr günstig waren. Aber eigentlich unnötig. Aber cool. Deswegen kriegen sie ein Okay. Für die, die so ein cooles Silberteam haben wollten, war das auf jeden Fall nice. Für Leute, die es gar nicht interessiert hat, kompletter Schrott. Deswegen kriegen sie die Mitte. Die Tots-Karten nehmen wir uns natürlich zuletzt vor. Wir machen jetzt einfach mal weiter mit den Scream-Karten, weil das somit das früheste Event war, glaube ich. Die Naye, einer der auf jeden Fall besseren Innenverteidigern zu der Zeit, aber jetzt auch nicht ein In The Tash, so nimm mit, sondern eine okaye Karte. Ein Iñaki Williams, oh, der hat mir am Anfang sehr, sehr viel Kummer und so besorgt. Deswegen Iñaki kriegt ein In The Tash und Karim Bellarabi mit der 5 Meter Salami. Hatte, glaube ich, zwei Versionen, genau. Du konntest zwei Versionen von ihm mitnehmen. Eine, die ein bisschen dribbelstärker war, eine, die ein bisschen schussstärker. Ich hätte wahrscheinlich die dribbelstärkere vorgezogen. Der SBC-Preis steht hier nicht mehr, aber ich tue ihn mal in ein Okay-Feld. Vor allem, weil er mir immer noch nicht auf Instagram geantwortet hat. Wir brauchen eigentlich seine Salami-Länge, Junge. Nach Scream könnte man so Team of the Group Stage einordnen. Lukas war eine super Karte, aber sehr, sehr teuer. Auch ein Okay. Wenn ich mir jetzt mal die
ganzen anderen Karten anschaue, nehme ich mir mal jetzt vor, zu denen ich auf jeden Fall was Besonderes sagen kann. Und zwar in Forsberg, weil sie so ein Forsberg gespielt hat, lost. Ein Kedira war gut in Game, das weiß ich noch. In Zetash kriegt Kedira. Aguero war viel zu teuer. Geht. Alessandrini war eine super Karte, aber auch etwas teuer, also hat ein bisschen wehgetan, den mitzunehmen und war nicht so überraschend wie damals, als er im Hype war. Ich glaube FIFA 18. Memphis Depay, zu der Zeit, als er rausgekommen ist, auf jeden Fall coole Karte, aber kein in Zetash, musste man nicht mitnehmen. Und jetzt haben wir eine ganz, ganz schlimme Karte. Adama, so ein schlimmer Finger, den hätte man mitnehmen müssen. Vor dem habe ich selbst jetzt noch Angst, wenn den irgendwer hat einfach. Der hat zwar 210k gekostet, aber war so gut. Einfach jeder hat ihn als Innenverteidiger gezockt. Leon Bailey, geht. Ansaldi, ich habe ihn auf jeden Fall in The Tash gepackt. Wenn ihr ein Problem damit habt, dann schreibt es in die Kommentare. Gaia Schrott, Gnabry war okay, ich habe ihn mir gemacht, war jetzt aber leider nicht gut, enttäuschend sogar, muss ich sagen. Deswegen sogar eher ein Geht. Joao Victor, wer ist das? 162k für eine 84er-Karte. Was? Leimer war, glaube ich, eine super Karte, aber irgendwie Rechtsverteidiger oder so, oder? Ja, Rechtsverteidiger. Das war halt ein bisschen lost an der Karte, sonst war die Karte ganz in Ordnung. Pack ich mal ein Geht. Lala war RM, deswegen hat den keiner gezockt. Geht. Navas war gut, das weiß ich noch. Der kriegt ein okay. Aber hier war auch irgendeine Schrottkarte. Hier, Wan-Bissaka. Man könnte denken, oh, 85er Wan-Bissaka, warum Schrott? Das war fast dieselbe Karte wie seine normale Goldkarte. Also kaum Unterschied. Kriegt auf jeden Fall einen Schrott, war sehr, sehr teuer. Hat sich nicht gelohnt. Awa habe ich noch gemacht. Der hat mir persönlich gar nicht gefallen. Habe ich erst auf dem Flügel gezockt, war Schrott auf dem Flügel. Im Sturm, okay. Deswegen okay und Schrott, beides gemischt, ein Geht. Firmino war mir persönlich ein bisschen zu teuer. Packen wir aber bei okay hin, weil er keine bessere Karte für den Mittelfeld bekommen hat. Also keine mit höheren Death-Stats. Wundert euch nicht, warum hier noch so viele Karten unten sind. Das sind voll viele doppelt irgendwie gewesen. Ich weiß selber nicht, warum. Wie hier zum Beispiel allein Mbappé, den wir schon drinne haben. Wir machen weiter. Politano hat 138k gekostet. 4 Sterne, 4 Sterne. Mit den Stats auf jeden Fall in Ordnung. War kein Geht. War so zwischen in the Tash und okay. Ich packe ihn mal bei okay einfach rein. Bei den Foot Birthday Karten fast alle, wirklich fast alle in the Tash oder Acuna Level. Wenn man guckt, Podolski auf jeden Fall in the Tash. Özil in the Tash. Und der Rest von den Kondogbia, Abayi, Mangala, Gervinho, die waren alle so okay. Wir haben ein paar von euch mitgenommen, aber die waren jetzt auf jeden Fall keine Muss-Spieler, die überragend waren in Game. Ben Arfa war Schrott mit seiner Ausdauer, ich weiß noch ganz genau. Cavani Schrott gewesen, leider. Da ist er aber neu reingekommen, deswegen war die Karte ganz okay. Wir packen sie bei Geht deswegen rein. El Charavi, so eine gute Karte gewesen. Der kommt bei In The Tash. Groß war Schrott, komplett fake. 93er Stat, aber 76 Pace oder so. Chicharito war Schrott. Higuain, ich muss ganz ehrlich sein, war leider Schrott. Ich habe sie gemacht, die Karte. Sie war Schrott. Ribéry, der hat irgendwie 1 Million noch was gekostet. Deswegen, der war zwar gut, aber jetzt nicht so gut. Und für den Preis, der kommt nicht mal bei okay rein. Geht. Ich hätte ihn auch niemals gemacht gehabt. Also auch hätte ich gewusst, wie gut er ist, hätte ich ihn nicht gemacht. Aber dafür ein Robben, sein Bro, war für seinen Preis sowas von eine in the Tash. Habe ich auch mitgenommen, war gut in Game. Habe ich auch lange gezockt. Ronaldo, da kann man jetzt richtig krass streiten. Viele haben den übertrieben gehatet. Ich habe ihn gefeiert. Ronaldo für den kleinen Mann. 300 noch was K hat er gekostet. Er hatte denselben Körper wie Ronaldo. Er hatte 5 Sterne Skills. Tempo war besser als Ronaldo. Dribbling weniger. Schuss viel weniger. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich fand sie in the Tash nicht. Obwohl, es war doch eine in the Tash Karte. Also ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Aber Ronaldo, den Preis zu dem Zeitpunkt damals, hat wirklich Spaß gemacht mit der Karte zu spielen. Hab sie auch lange gezockt. Brewster Schrott. Guimarães war geht. Beide Karten geht. Jones war okay. Und hier bei Gonçalves, der hat seinen Tots bekommen, aber die Karte, die er da hatte, war geht. Also die haben auch sehr wenige gemacht. Auch Todibo war eine okaye Karte, nichts Besonderes. Und jetzt kommen die Bender-Brüder. Wo man sagen muss, dass der Rechtsverteidiger Bender auf jeden Fall besser war als der Innenverteidiger Bender. Ich weiß leider nicht deren Vornamen. Also Lars und Sven, aber ich weiß nicht, wer wer. Okay, hier haben wir die Antwort. Lars war auf jeden Fall besser. Ich weiß aber nicht, ob er teurer war. 180k. Und Sven war sogar teurer. Okay, also Sven kriegt auf jeden Fall das Schlechtere. Sven kriegt ein in the Tash. Und Bender, kann man ihn bei Acuna Level einordnen? Ich weiß, ich sag mal, andersrum. In the Tash hierhin und der Lars kriegt ein okay. Wayne Rooney haben wir jetzt hier. Der hatte so eine gute Karte.
die man auch als ZM zocken konnte mit Shadow, weil er halt 71 Defending hatte, hat aber 440k gekostet. Trotzdem, ich sage euch ehrlich, ich habe ihn bereut, nicht gemacht zu haben. Ich tue ihn auf jeden Fall in the Tash. Oxlade Chamberlain, okay. Rabiot geht, habe ich nicht gemacht, war mir zu teuer. Stones Schrott, 71 Tempo oder so. Und die Tots-Karten müssen wir einfach fairerweise raushalten, weil die Tots-Karten kann man erstens nicht vergleichen mit den ganzen Karten und zweitens sind die jetzt komplett beschränkt, weil das nicht alle Tots-Karten sind. Also nur von den ersten zwei Ligen oder so. Deswegen lassen wir die Tots-Karten aus. Übrig bleiben hier bis Piqué, also noch Joaquin. Müll. Außer er überrascht mich jetzt vom Preis her. 100k, nein, Müll. Schrott. Christian Tello, Bale, Fair. Tello, auch eine What-If-Karte, die ich anscheinend vergessen habe. 158k. Auch wirklich unnötig, die mitzunehmen. Auch Schrott. Gareth Bale. Da haben viele den nicht gemacht. Aber ich sage euch ehrlich, Monster-Karte mit 90er Rating. Bestimmt ein super Stürmer. Ich habe ihn aber auch nicht mitgenommen. Deswegen sage ich auch nur bestimmt. Der wurde auf jeden Fall tot gehatet. Aber ich sag mal, Bale kriegt ein Okay. Letzter Spieler, der da ist. Fair kann ich jetzt nicht suchen, weil ich finde ihn irgendwie nicht. Aber soweit ich weiß, war der eher so eine Geht-Karte und Piqué. Habe ich nicht gemacht. Habe ich auch abgelehnt von über TikTok. 307k hat er gekostet. War aber meiner Meinung nach zu dem Zeitpunkt schon zu langsam. Ich tue ihn mal bei okay rein, weil es vom Preis in Ordnung war. Und halt auch eine spielbare Karte, genauso wie bei Busquets. Ich glaube, der ist auch hier. Ja, Busquets auch hier. Wir packen die beiden mal nebeneinander. Beide haben Upgrade auf 80 Pace bekommen. Sonst hätte man die niemals spielen können. Und jetzt haben wir alle Spieler drinne. Hier, wenn ich nochmal in die Schrottkarten gucke und überlege, ob wir vielleicht irgendwas rausnehmen sollten, sage ich ganz ehrlich, kurzer war eher bei einem Geht als Schrottkarte. Gaia auch. Keine Schrottkarte, okay. Da habe ich vielleicht ein bisschen vorheilig die mit der Hand da reingeschmissen. Aber sonst bin ich zufrieden mit Schrott. Bei Geht bin ich, soweit ich das sehe, auch zufrieden. Okay, juckt jetzt nicht so krass. Wir gucken nochmal bei Top-Spielern, die man machen musste. Welche ich davon gemacht habe, war Marquinhos, Vidal, Sanchez, Palacio. Und die anderen habe ich alle bereut, nicht gemacht zu haben. Wie Tavernier, Adama, Kleiber und Reus. Auch hier stimmt alles. Ihr könnt gerne eure Bewertung unten in die Kommentare schreiben. Das war jetzt wahrscheinlich ein viel längeres Video als sonst. Die Seite heißt Tiermaker, da könnt ihr auch alle anderen Sachen machen. Habe ich irgendwas vergessen zu sagen? Falls ich es noch nicht am Anfang gesagt habe, Jungs, das ganze Videokonzept besteht auf einem Video von einem Engländer. Danny Aarons heißt der Bro. Falls euch das Video gefallen hat und ihr auch mal gerne solche Videos mehr sehen wollt, lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ein Abo auf dem Kanal wäre gut. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Ay Loco. Yeah, remember when my name